Viel Cool. Spaß. Danke, Mara. Voll schön. Ja, dann legen wir los. Voll schön, dass ihr alle hier seid. Die, wo live dabei sind und auch die, wo sich vielleicht später die Aufzeichnung anschauen. Die, wo mich nicht kennen, ich bin die Carola. Ich bin 36, ich habe zwei Kinder und seit gut 2 Jahren nutzen wir in unserer Familie die Öle von doTERRA. Ja, und unser heutiges Thema ist ja die Haut. Und das Thema Haut war für mich lange ein ja nicht so schönes Thema. Ich habe lange Probleme gehabt mit Neurodermitis. Ja, also gerade so an den Händen, zwischen den Fingern, Armbeugen, Kniekehlen, so diese typischen Stellen. Und durch die Öle habe ich eine super Unterstützung und kann jetzt sagen, dass ich keine Probleme mehr habe. Ja, also das ist der Hammer. Und ich teile sehr gerne meine Erfahrungen mit euch. Ja, ich gebe keine Heilungsversprechen, aber ich erzähle euch von meinen Erfahrungen, von denen meiner Freunde, meiner Familie. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt jederzeit unten in die Chatbox schreiben oder einfach auch in den Raum rufen. Ihr habt unten so ein kleines Mikrofon, das könnt ihr dann laut stellen. Oder wenn ihr jetzt nur zuhören möchtet, dann stellt es auf stumm. Dann haben wir keine Hintergrundgeräusche. Genau. Ich glaube, es sind alle da. Dann teile ich meinen Bildschirm mit euch. Dann könnt ihr bei mir mit draufschauen. Ich habe eine kleine Präsentation für euch vorbereitet. Genau, seht ihr das? Wunderbar. Schön. So, das gerade hier rüber. So. So, strahlenschöne Haut und Haare ist heute unser Thema. Dann legen wir los. Ja, wir fangen an mit so ein paar Grundregeln von der Haut oder die Basics, das Grundwissen von der Haut. Also unsere Haut ist unser größtes Organ, ja, das größte Organ unseres Körpers. Ja, würden wir unsere Haut auf dem Boden auslegen, sie wäre fast 2 Quadratmeter groß. Ja, also es geht nicht nur um die Schönheit bei unserer Haut, wir alle wollen schöne Haut. Es geht vor allem auch um die Gesundheit. Ja, unsere Haut ist ein Sinnesorgan. Das heißt, wir spüren Kälte, wir spüren die Kleidung auf unserer Haut, wir spüren die Sonne, die Wärme der Sonne auf unserer Haut. Das alles hat eine direkte Verbindung zu unserem Gehirn. Ja, und das beeinflusst natürlich dann auch unsere Stimmung. Unsere Haut wird auch als zweite Leber bezeichnet. Ja, warum ist das so? Unsere Haut entgiftet über unsere Poren und über unsere Schweißdrüsen. Ja, also das kennt ihr bestimmt, wenn ihr euch zu ungesund ernährt, wenn man so ein bisschen ludern lässt, ja, zu viel Süßes, zu viel Alkohol, zu wenig Schlaf, dann kommen bald die Pickel oder euer Schweiß riecht intensiver. Ja, also das ist ein Zeichen von unserem Körper, dass es zu viel war und dass er es loshaben will. Ja. Unsere Haut ist die Verbindung zur Außenwelt. Ja, es ist unsere Schutzfunktion quasi. Sie schützt unsere inneren Organe und wir können an unserer Haut oder an unserem Gegenüber erkennen, wie es ihm geht. Ja, also wir haben eine blasse Haut oder uns ist was unangenehm. Ja, man kriegt rote Backen, man kriegt Stressflecken. Aber Schulfreundin von mir hat immer, wenn sie irgendwas Aufregendes hat sagen müssen, Stressflecken am Hals. Es war mega unangenehm, aber man kann es nicht verstecken. Ja, also man kann doch viel erkennen. Das ist auch sehr spannend. Unsere Haare und unsere Nägel bestehen aus dem gleichen Material wie Finger- und Fußnägel, also aus Horn, ja, also abgestorbene Zellen. Müsst ihr mal schauen, ob ihr alle euer Mikro ausgeschaltet habt. Ich höre da so ein bisschen was. Könnt ihr mal schauen, ob alle stumm sind? Super. Genau, jetzt ist gut. Vielen Dank. Haare enthalten weder Blutgefäße noch Nerven und werden von Biologen Hautanhanggebilde genannt. Das ist kein super schöner Begriff für unsere Haare, aber es zeigt uns, dass wir, wenn wir unseren Zellen das geben, was sie brauchen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass unsere Haare schön sind und unsere Nägel schön fest sind. Aus der Kamera sieht
Unsere Haut erneuert sich alle 28 Tage, also circa einmal im Monat. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr im Urlaub wart, ihr kommt heim, ihr seid schön braun, man fühlt sich toll, man sieht frisch und gesund aus, ja, und nach 2, 3 Wochen ist es wieder weg. Ja, wir sind genauso blass wie vorher und es ist zwar in dem Bereich schade, aber in Bezug auf unsere Hautkrankheiten, auf unsere Hautalterung, haben wir jeden Monat die Chance, unserer Haut das zu geben, was sie braucht. Was können wir tun, ja, für unsere schöne Haut? Die Basics, ja, also ganz wichtig ist ausreichend Wasser trinken. Und das ist was, was jeder weiß und was eigentlich ganz einfach ist. Für viele ist es ganz schwer. Also für mich persönlich ist es so ganz schwer, dass ich trinke meistens zu wenig. Und ich habe einen ganz tollen Trick mittlerweile, das müsst ihr mal ausprobieren, das hat mir meine Hebamme damals geraten, dass man aus einem Strohhalm trinken soll. Ja, also mein Mann belächelt das immer, der sagt, das gibt es nicht, aber es ist wirklich so, ich habe so einen Glasstrohhalm und ich kann viel schneller größere Mengen trinken. Ja, probiert das mal aus. Genügend frisches Obst und Gemüse essen, Proteine essen, 2 bis 3 die Woche schwitzen. Und da ist es egal, ob ihr euch körperlich anstrengt oder ob ihr einfach nur in der Dampfsauna sitzt, ja, oder ob ihr ein heißes Bad nehmt mit tollen Salzen, wo euren Körper zum Schwitzen bringen. Ja, es ist wichtig, dass unsere Poren einfach mal durchgespült werden. An unser Mikrobiom denken. Manche kennen das vielleicht von euch. Unser Mikrobiom beschreibt die Gesamtheit unserer Viren, Bakterien, Pilzen, was wir auf unserer Haut und in unserem Körper haben. Ja, also 100 Millionen Bakterien leben auf und in uns. Ja, das ist jede Menge. Das ist mehr, wie wir Menschen auf dieser Erde sind. Ja, und es ist ganz, ganz wichtig. Unser Mikrobiom sorgt dafür, wenn es in der richtigen Balance ist, dass unsere Haut gesund ist, dass wir eine gute Abwehrkräfte haben, dass wir gut geschützt sind gegen Allergien. Ja? Und was schadet unserem Mikrobiom, sind eine übertriebene Hygiene, also zu oft duschen, ja? Zu scharfe Mittel an unsere Haut, gerade Desinfektionsmittel zum Beispiel, was jetzt im Moment unumgänglich ist, aber das ist was das Mikrobiom nicht mag. Ja, ihr könnt es euch auch ganz toll mit Teebaumöl selber Desinfektionsmittel machen. Es ist viel schonender für unsere Haut. Ganz wichtig ist die richtige Pflege. Ja, und hier steht herkömmliche Pflege und ihre Problematik. Wenn ihr in der Drogerie euch ganz normale Pflegeprodukte kauft, ja, also ich sage jetzt mal einfach, die günstigeren Sachen enthalten so viele Giftstoffe, also gerade Konservierungsstoffe, Mikroplastik, Krebserreger, Parfümstoffe. Gerade diese ganz günstigen Peelings, ja, die haben ja so kleine Kügelchen, mit denen ihr eure Haut so abschrubbt oder im Gesicht. Und diese Kügelchen sind oft aus Mikroplastik. Ja, also ihr gebt es auf eure Haut und das Problem ist, die Poren, ja, sind wie kleine Löcher und die, ja, die saugen das ein. Und es gibt einen Grundsatz, man sagt, was du nicht essen würdest, solltest du dir auch nicht auf deine Haut geben. Und ich glaube, es ist schwierig, weil wir diese Produkte benutzen. Ja, sie riechen gut, es fühlt sich erstmal gut an und man merkt erstmal kein Problem daran. Und bei mir war es dann so, bei der Neurodermitis, ich war irgendwann richtig verzweifelt, weil in gefühlt jedem Produkt Parfümstoffe enthalten sind, irgendwelche Konservierungsstoffe enthalten sind und meine Haut sofort volle Pulle reagiert. Ja, mittlerweile ist es besser, aber ich denke, es ist oft ein Problem, weil wir es nicht sofort merken. Was hat deine Verdauung damit zu tun? Ja, wir haben jetzt heute ein Hautwebinar. Warum geht es um die Verdauung? Ich habe es ja vorher schon kurz erwähnt, also unsere Haut wird als zweite Leber bezeichnet, ist Entgiftungskanal. Unser Mikrobiom ist mit für unsere Haut verantwortlich. Der größte Teil unseres Mikrobioms sitzt in unserem Darm. Ja, und wenn es dem nicht gut geht, wenn es im Ungleichgewicht ist, dann kann es sein, dass man das an unserer Haut sieht. Also wenn du Probleme hast mit deiner Haut und es einfach nicht in den Griff bekommst, dann ist eine Darmreinigung eine ganz tolle Idee.
Ja, weil ich habe es ja vorher auch angesprochen, gerade wenn man sich ungesund ernährt, steht hier ja durchzechte Nächte, Zuckerorgien, ja, es kommt der Pickel, unser Körper will es wieder loshaben. Es gibt von doTERRA ein 30 Tage Cleanse and Restore Paket. Ja, das ist das, was ihr hier unten seht. Und dieses Paket reinigt unseren Darm, ja, und baut ihn mit gesunden Bausteinen wieder auf. Also, ihr müsst euch das vorstellen wie bei einem Haus. Ja, wenn wir ein Haus bauen mit tollen, frischen Ziegeln, ja, dann wird es immer sicher und gut stehen. Oder wenn wir eins bauen mit kaputten Ziegeln, mit alten Ziegeln, es wird immer Ecken geben, wo es durchzieht. Ja, und sowas braucht natürlich, es muss zur aktuellen Lebensphase passen. So eine Darmreinigung braucht auch ein bisschen Durchhaltevermögen. Toll ist es, wenn man es in einer Gruppe macht. Wir bei uns im Team, wir wollen das jetzt im März anpacken und das gemeinsam tun. Also wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch gern. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns ein bisschen gegenseitig motivieren. Wenn euch das zu viel ist, es gibt von doTERRA dieses Live Long Vitality Pack. Das ist hier unten. Das sind diese drei Flaschen. Und das sind drei verschiedene Präparate. Einmal ist es für die Zellgesundheit, einmal sind es Vitamine und Mineralien und einmal sind es gesunde Fette, Omega-3-Fettsäuren, wo ihr euren Speicher wieder auffüllt. Ja, und es geht auch 30 Tage, ihr nehmt es jeden Tag ein und ihr werdet merken, ihr habt mehr Energie, ihr seid fitter, ihr seid wacher. Also das ist, ich finde es da aber, müsst ihr unbedingt ausprobieren. Und was ihr immer machen könnt, und ich denke, ihr habt das alle zu Hause, wenn ihr hier das Webinar anschaut, das Zitronenöl. Ja, man sieht sie am Rand ganz klein. Jeden Morgen einen Tropfen Zitronenöl in warmes Glas Wasser und trinken. Also bei mir hat es schon so viel verändert bei meiner Neurodermitis. Also es ist so ein Tropfen, ja, aber es bringt die Verdauung in Schwung, es unterstützt den Körper bei der Entgiftung. Und es ist so einfach. Ja, also das könnt ihr immer machen, jeden Morgen. Es gibt von doTERRA eine Hautserie. Ja, und wenn man mit den Ölen so anfängt, also bei mir war es so, ich habe mich total auf die Öle konzentriert und was gibt es für tolle Öle und was möchte ich für Öle. Und diese Zusatzdinge, die es noch gibt, wie jetzt zum Beispiel diese Hautserie, habe ich gar nicht so viel Beachtung geschenkt. Deswegen möchte ich es heute auch gerne vorstellen. Es gibt drei verschiedene Linien. Ja, also die erste Linie ist die Verage-Linie. Das ist eine ganz leichte, reine Pflege. Also für normale Haut bis Mischhaut. Ja, es ist eine Gesichtsreinigung dabei. Es ist ein Gesichtswasser dabei. Es ist eine Gesichtscreme, ein Gesichtsfluid und ein ganz tolles Serum. Das ist hier das Grüne. Und das ist richtig schön jetzt im Winter. Ja, also wenn es dann doch zu wenig Feuchtigkeit ist bei trockener Haut, könnt ihr euch das zusätzlich auftragen und es ist richtig, richtig schön. Also es ist was Leichtes, nicht zu schwer. Also ich finde es ganz toll. Dann gibt es die zweite Serie, das ist so eher für Anti-Aging. Ja, also da sind schon ein bisschen mehr Zusätze dabei. Also Schwerpunkt Verjüngung der Haut. Es gibt viele, viele verschiedene Produkte. Es gibt eine Augencreme, es gibt einen Porenverfeinerer, es gibt ein Gesichtswasser, eine Gesichtscreme, ein tolles Peeling. Also man sagt ja, einmal die Woche sollte die Haut im Gesicht gepeelt werden. Genau. Und das dritte ist die HD Clear Serie. Ja, also wie es schon heißt, HD, ja, die reinste, höchste Auflösung. Und das bedeutet oder ist für Problemhaut. Also wenn ihr wirklich Probleme habt mit Pickeln, mit Akne, auch ganz toll bei Jugendlichen, bei Teenagern. Da ist eine Entschuldigung, eine Gesichtscreme dabei, ein Reinigungsschaum und ein einzelnes Öl, das ihr euch auf die Pickel ja so auftragen könnt. Das ist das hier. Schon ganz, ganz schön. Genau, es gibt ganz tolle, einfache Rezepte, wo ihr euch selber was machen könnt, ja. Und ich denke, hier habt ihr bestimmt alles zu Hause, außer vielleicht die Heilerde. Die gibt es im Reformhaus oder in der Apotheke. Und ihr braucht dazu, also fotografiert es euch gern ab, ihr braucht dazu 7 Teelöffel Heilerde.
2 Teelöffel Wasser, ein Tropfen Teebaumöl oder ein Tropfen Lavendel, je nachdem, ob ihr eure Haut lieber reinigen möchtet, ob ihr eher zu fettiger Haut neigt oder ob ihr eure Haut beruhigen möchtet. Ein halber Teelöffel Honig und dann rührt ihr euch eine cremige Paste an. Ja, und wenn es zu viel ist, ihr könnt es so einfach in ein Marmeladengläschen tun und dann das nächste Mal nochmal benutzen. Und ich mache es immer so, ich mache das gern so vielleicht 20 Minuten, bevor ich in die Dusche gehe und ich trage mir das aufs Gesicht auf, aufs Gesicht, den Hals nicht vergessen, Augenpartie und Lippen aussparen. Und dann wird das irgendwann so ein bisschen fest und bröckelig und dann kann man in die Dusche gehen und sich das einfach runterwaschen. Ja? Und die Heilerde nimmt den überschüssigen Hautteig mit, was eine Hauptursache für unsere Pickel sind und befreit unsere Haut gründlich vor Unreinheiten. Ja, und es ist so einfach und es ist so günstig auch. Ja, also es braucht nicht mehr. Dann gibt es ein Körperpeeling. Also wir müssen zwischen unserer Gesichtshaut und unserer Körperhaut, unsere Haut am Körper unterscheiden. Ja, also dieses Peeling ist für den Körper. Und ihr braucht dafür, auch hier denke ich, habt ihr bestimmt alles zu Hause. Ihr braucht braunen Zucker. Ihr könnt so weißen Zucker nehmen. Ihr braucht 2 Esslöffel Honig. 5 Esslöffel Olivenöl, 5 Tropfen Orangenöl oder Grapefruit. Also probiert es euch da aus. Grapefruit ist toll bei Zellulite zum Beispiel. Orangenöl, ein Zitrusöl hat immer eine reinigende Wirkung auf unsere Haut und es riecht so fein. Ja, also nehmt das, was euch anspricht. Und dann geht's ja unter die Dusche. Ja, ihr duscht euch schön ab, macht euch schön nass, nehmt das Peeling, verteilt auf eurem Körper und duscht einfach wieder ab. Ja, und ihr habt eine super weiche Haut. Und durch das Olivenöl und durch die ätherischen Öle braucht ihr euch danach gar nicht mehr eincremen. Ja, also spendet ganz viel Feuchtigkeit. Das nächste, was ihr machen könnt, ist das aromatische Einkleiden. Ich denke, viele von euch kennen das schon. Ja, wer öfters bei unseren Webinaren zuschaut, dem ist das ein Begriff. Und zwar ist das, also ihr braucht dafür eine kleine Schale oder ein kleines Marmeladenglas. Ihr nehmt 10 Milliliter Trägeröl, also einen guten Schuss. Ihr könnt Trägeröl, also zum Beispiel, ihr könnt das von doTERRA nehmen, das fraktionierte Kokosöl oder ihr nehmt Jojobaöl oder Mandelöl, je nachdem, was ihr habt. Und nehmt 5 Tropfen ätherisches Öl eurer Wahl dazu. Ja, ihr könnt es auch mischen. Und dann könnt ihr das auf 2 unterschiedlichen Arten tun. Ja, also zum Beispiel nach der Dusche, zack, 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 schnell einschmieren, wie mit der Bodylotion. Ja, ja, dass wir ja schnell fertig sind und weitermachen können. Oder ihr nehmt euch 5 Minuten Zeit und zelebriert das richtig. Ja, also wie ein Selbstliebe-Ritual. Und nehmt Öle, was euch an dem Tag anspricht oder je nachdem, wann ihr dieses Ritual tun möchtet. Ja? Also gerade morgens, wenn der Tag beginnt, ja, welches Öl soll mich heute begleiten? Steht irgendwas an? Was brauche ich, was mich unterstützen kann? Oder wenn ich es abends mache, dass ich was nehme, wo mir hilft, dass ich wieder runterkomme, dass ich den Tag hinter mir lassen kann. Ja? Und macht es beginnt es unten an den Beinen, in kreisförmigen Bewegungen und geht so an die Stellen, die man vielleicht nicht so gerne mag. Ja? Also die Oberschenkel oder den Bauch und schickt euch gute Gedanken in euren Körper. Ja? Oder auch an Narben. Ja? Also zum Beispiel Kaiserschnittnarbe. Ich kenne viele Frauen, wo dankbar sind für ihre Narbe, ganz klar, aber auch gemischte Gefühle haben. Ja? Weil das vielleicht damals nicht so war, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, und auch da ist Weihrauch zum Beispiel ganz toll zum Einkleiden. Und geht's an eure Narbe und massiert sie und schickt gute Gedanken hin. Ja, oder an eure Hände. Die Hände tun den ganzen Tag für euch arbeiten. Eure Füße tragen euch durchs Leben. Seid dankbar für euren Körper. Ja, und probiert das aus. Ihr werdet sehen, das verändert euren Tag. Es tut unheimlich gut. Macht es gleich morgen. Dann gibt's tolle Öle von doTERRA, speziell für die Haut. Und das ist der Salubel Roller. Das ist der Beauty Blend oder wir sagen auch Botox in der Flasche. Das ist ein wunderbarer Roller mit ganz, ganz wertvollen Ölen. Also da ist zum Beispiel Weihrauch dabei, da ist Myrrhe dabei, Helichrysum, Sandelholz
Rose, Lavendel, also alles Öle, was unserer Haut sehr, sehr gut tun. Durch den Weihrauch ist es toll bei Narben oder bei Altersflecken. Und durch diese vielen erdenden Öle, also gerade Weihrauch und Myrrhe, hilft es uns auch runterzukommen. Also auch in Stresssituationen ist dieser Roller richtig, richtig schön. Ja, und er riecht so, so, so lecker. Und es ist eine Investition, ja, aber ihr braucht ganz, ganz wenig. Also ich mache es wirklich nach der Tagespflege einfach an die Stellen, wo ich denke, ah ja, da brauche ich ein bisschen was, ein bisschen Unterstützung, da gebe ich mir den hin, ja. Und er riecht so, so fein. Genau. Dann haben wir ein paar Einzelöle für euch, damit ihr am besten gleich loslegen könnt. Ihr habt bestimmt von den Ölen was zu Hause. Also das erste Öl ist mein Retter. Lavendelöl hat mir damals bei der Neurodermitis so geholfen. Ja, also Lavendel ist ein beruhigendes Öl bei Ausschlägen, bei Sonnenbrand, bei Verbrennungen. Ja, also ich habe mir das damals wirklich an Schuss Kokosöl in die Hand, ein, zwei Tropfen Lavendel drauf und habe mir das so auf die Hände und an die Stellen geschmiert. Ja, also ihr könnt das wunderbar verwenden. Achtung bei kleinen Kindern und Babys. Also Lavendel kann sein, wenn die Haut ein bisschen offen ist, dass es etwas brennt. Ja, und da würde ich empfehlen, das ist jetzt hier gar nicht aufgeführt, aber römische Kamille ist auch ein wunderbares Öl für die Haut und auch für Babys. Also gerade im Windelbereich. Und ihr könnt euch ganz toll Feuchttücher auch selber machen mit römischer Kamille. Zum Beispiel, also das ist ein tolles Öl für Kinder. Es ist ganz, ganz, ganz sanft. Weihrauch ist unser Königsöl, ist mega für die Zellerneuerung. Also wie ich es vorher erzählt habe mit der Kaiserschnittnarbe, es ist ganz toll bei Narben, auch bei alten Narben. Ja, es macht die Narbe schön weich. Es hilft, unsere Haut sich wieder zu erneuern. Teebaumöl säubert, ja, und ist gut bei Pickeln. Ja, also da könnt ihr auch wirklich das direkt auf die Pickel auftragen. Die Blumenöle, also Geranie, Magnolie, Rose, sind sowieso unsere Frauenöle, ja, und bringen unsere Haut zum Strahlen. Das sind tolle Öle für die Haut. Copaiba ist so ähnlich wie Weihrauch. Copaiba ist zusätzlich in Kombination mit Lavendel auch ganz toll bei Hautekzemen. Ja, ihr müsst es ausprobieren. Copaiba ist auch unser Schmerzöl. Gerade wenn ihr oder wenn die Kinder zum Beispiel hinfallen, ja, das Knie tut weh, dann tut Copaiba dazu. Und Grapefruit ist unser Zelluliteöl. Ja, also da könnt ihr wirklich beim aromatischen Einkleiden auch dieses Öl dazu nehmen und auf die Stellen, wo man gerne nicht mehr so möchte oder verändern möchte. Dann kommt ja eins meiner absoluten Lieblinge, und zwar Yarrowpalm. Ich glaube, ich spreche das immer falsch aus, aber ich liebe es. Ich habe es hier mal da. Das ist Schafgarbe und Granatapfel. Das gibt es so, also das ist für den Körper. Ja, das ist, da ist das Yarrowpalm-Öl, das reine Öl natürlich drin. Und dann ist noch ein Avocadoöl dabei, Sonnenblumenöl und ein bisschen Pfefferminz. Und das könnt ihr euch wirklich, ihr nehmt es als Tagespflege, also ins Gesicht oder an rauen Stellen, zum Beispiel im Ellenbogen, ganz toll auftragen, macht das super weiche Haut. Und dieses reine Öl hat durch den Granatapfel Antioxidantien, wirken verdauungsfördernd und entgiftend durch die Schafgarbe. Also ihr könnt das ganz toll einnehmen und innerlich arbeiten für eure Haut. Ja, also toll bei rauen Stellen, Altersflecken, Rötungen, auch toll wieder bei Kindern. Bei Schürfwunden könnt ihr das auch super auftragen. Verjüngt, glättet, verleiht Strahlen und heilt. Ja, und es ist wirklich so, also das, ich liebe es. Dann haben wir ein paar Öle für die Haare. Ja, und da könnt ihr es wirklich so machen, dass ihr euer Shampoo nehmt. Am besten ein reines Shampoo. Und ihr pimpt es mit euren Ölen auf. Ja, das muss gerade mal hier hin. Und zwar, Grapefruit ist toll bei fettigem Haar. Ja, wenn ihr zu fettigem Haar neigt, das regt den Haarwachstum an.
Teebaumöl ist mega bei Schuppen. Also ihr braucht kein Schuppenshampoo mehr. Ihr nehmt euer ganz normales Shampoo und nehmt es in die Hand, tut zwei Tropfen Teebaumöl dazu und wascht euch die Haare. Ja, das ist ganz toll. Rosmarin für Volumen und regt auch den Wachstum an. Dann haben wir zwei Rezepte für euch, wo ihr euch selber machen könnt. Einmal ein Anti-Haarausfall-Spray. Da braucht ihr Cedarwood, Zypresse, Lavendel, Rosmarin, jeweils 5 Tropfen. Das gibt es in eine Glasflasche und füllt es mit 150 Milliliter Wasser auf. Am besten ihr kocht das Wasser ab, dann ist es länger haltbar. Optional könnt ihr 50 Milliliter Hamamelis-Extrakt dazugeben. Das ist toll bei empfindlicher Kopfhaut zum Beispiel, das beruhigt die Kopfhaut. Und dann sprüht ihr euch das einfach auf die Haare. Also ihr müsst es nicht gleich oben drauf sprühen, sondern einfach so zwischendrin, ja, mehrmals am Tag. Oder ihr gebt es in euer Shampoo. Bloß da müsst ihr darauf achten, dass ihr euer Shampoo in eine Glasflasche füllt, weil die ätherischen Öle das Plastik zersetzen. Ja, und dann habt ihr wieder das Plastik auf dem Kopf oder im Abwasser. Genau. Dann könnt ihr euch eine Haarkur ganz toll selber machen. Ihr braucht Kokosöl, 3 Esslöffel, 1 Esslöffel Olivenöl, 3 Tropfen Lavendel, 3 Tropfen Geranium, 3 Tropfen Clary Sage oder Rosmarin. Also geht es dann nach eurem Gefühl, was euch besser gefällt, was euch mehr zusagt. Und schön mixen, ja, und dann auf die Haare auftragen. Ganz toll ist es, wenn man in die Badewanne geht, ja, und sich die Haarkur aufträgt und ja, Viertelstunde, 20 Minuten einwirken lassen und dann auswaschen. Und ihr habt so schöne, weiche Haare und ich habe die Sachen zu Hause, es kostet wenig Geld. Genau. Dann haben wir noch ein paar Rituale für euch, für eure Haut und für eure Haare. Und zwar für euren Körper könnt ihr Bodybrushing oder Körperbürsten benutzen. Das sind so große Körperbürsten, wenn ihr das nicht kennt, das gibt es mit Plastik und mit Naturborsten, also nehmt die Naturborsten, ja, und fangt von außen nach innen an, auf der trockenen Haut, also von den Extremitäten, ja, von den Füßen von außen nach innen, von den Händen von außen nach innen, trocken die Haut zu bürsten, in kreisförmigen Bewegungen. Das regt die Durchblutung an, das regt unseren Lymphdurchfluss an, ihr bekommt die Hautschuppen los. Genau, es tut unheimlich gut. Ihr könnt euch danach dann super aromatisch einkleiden. Das wäre die perfekte Abrundung fürs Gesicht. Könnt ihr euch Masken machen, ja, so wie ich es vorher gezeigt habe. Ihr könnt eure Haut peelen, nehmt ein sanftes Peeling, gerade fürs Gesicht. Es gibt fürs Gesicht Edelsteinroller oder Guasha-Steine. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe einen Edelsteinroller da. Das sieht so aus, ja, also das sind so kleine Steine, ja, und den könnt ihr zum Beispiel auch ganz toll in den Kühlschrank legen und dann einfach so übers Gesicht fahren, ja, und es tut so gut, und gerade wenn ihr zum Beispiel auch nach einem harten Tag noch habt Kopfschmerzen, es ist eine Wohltat, eine richtige Gesichtsmassage, ja, ihr lockert eure Muskulatur, ihr regt die Durchblutung an, auch hier werden die Lymphe wieder angeregt. Ja, könnt ihr euch auch bei YouTube Videos dazu anschauen oder bei Instagram. Es gibt da ganz viele Beispiele. Face Yoga ist was, also für mich war das was relativ Neues. Kriecht so ein bisschen bei Instagram rum, müsst ihr mal schauen. Also es geht eigentlich darum, dass wir unsere Muskeln, die wir natürlich auch im Gesicht haben, trainieren. Ja, und ja, sieht ganz witzig aus, wenn man das macht. Ja, schaut es euch mal an, hat aber auf jeden Fall seine Berechtigung. Und natürlich die richtige tägliche Pflege. Gerade im Gesicht einmal die Woche peelen, die richtige Pflege benutzen, nicht zu viele Zusatzstoffe. Ja. Für unsere Haare oder für unsere Mähne benutzt ihr ein natürliches Shampoo und pimpst es mit euren Ölen auf. Und ihr macht euch eine schöne Haarmaske. Genau. Wir sind schon durch. War ich jetzt so schnell?
Ihr Lieben, habt ihr noch Fragen? Carola, ich habe eine Frage. Ja. Ich habe es letztens schon in die Gruppe reingeschrieben, dass meine Kleine so Neurodermitis an der Backe hat. Ja. Das fängt immer wieder an zu nässen und wieder neu aufzuspotten. Sozusagen. Mhm. Mhm. Was kann ich denn da machen? Also ich habe es gut trocken und dann am nächsten Tag ist es auf einmal wieder... Hast du schon mal irgendwelche Öle probiert? Ja, ich habe damals, warte mal, ja, ich hatte das, Kamille hatte ich nicht da, da hat die Patty geschrieben, ich soll mal ganz wenig Weihrauch nehmen. Ja, also die Kombination Lavendel, Weihrauch oder Lavendel, Copaiba würde ich ausprobieren. Wie alt ist sie? Ja, die ist erst 4 Monate. Also die kriegt das immer hier am Ohr runter und an der anderen Seite, ja. Sonst nirgendwo. Mhm, Also bei 4 Monaten, ja, also ganz stark verdünnen auf jeden Fall. Mhm. Und wenn das wirklich, wenn das so ein bisschen blut, ist es so ein bisschen blutig oder geht es auch? Mhm. Ja, das ist... Sonst probier auch schon römische Kamille mittlerweile. Nee, noch nicht, muss sie bestellen, weil ja. Der nächsten Ding ist es schon mit dabei. Ja. Also ich würde es mit Lavendel probieren. Ganz stark verdünnen in einem Roller. Mhm. Genau, probier es mal aus. Und wenn du römische Kamille hast, dann mach es auch mal mit römischer Kamille. Es ist einfach noch sanfter, gerade bei so kleinen Babys. Ja. Und soll ich das? Bitte? Also wenn es schon so nass ist, dann versuche ich es eher wieder auszutrocknen, oder? Ja. Wenn es schon so nässt. Und wenn es dann trocken ist, dann das drauf. Ja, mit der genau, du tupfst es ein bisschen ab. Mhm. Genau, wenn es trocken wird, dann würde ich es auftragen. Okay. Genau. Und auch regelmäßig auftragen. Okay. Also zum Beispiel jedes Mal oder 3-mal am Tag. Okay. Ja, gut. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man das regelmäßig macht. Also bei mir war das auch so, ich habe das ja bestimmt 3-mal am Tag meine Hände mit Lavendel eingerieben und dann ist es langsam besser geworden. Also es dauert auch. Und gerade das Thema Haut, ist, also man muss da schon auch ein bisschen rumprobieren. Also wenn es Lavendel gar nicht anschlägt, Copaiba ist auch ein ganz tolles Öl, ist sehr sanft, aber doch sehr, sehr wirksam. Okay. Genau. Dankeschön. Sehr gerne. Ja. Darf ich auch noch was fragen? Ja, sehr gerne. Und zwar habe ich eine eher empfindliche Haut und habe auch so ein bisschen Rosazea. Welche Hautpflege könnte ich denn da nehmen? Weil das Verage ist ja eher für normale bis Mischhaut. Und Problemhaut wie das HD Clear, Akne, Teenager passt ja auch nicht so zu mir. Was würdest du da empfehlen? Also ich würde trotzdem die Verage-Pflege nehmen. Mhm. Aber ich habe auch ein ganz tolles Rezept von Ölen für Rosazea-Haut. Mhm. Und zwar, ich schau mal, das ist ich schreibe das mal in die Chatbox für dich, was du dafür brauchst. Ich beende das jetzt mal hier. Genau. Und zwar, du brauchst 2 Tropfen Helichrysum. Zwei Tropfen Weihrauch und 2-mal Rosmarin und 1 Tropfen Sandelholz. Du schreibst eh schon mit, gell? Die brauchst du eigentlich gar nicht reinschreiben. Ja. Genau, und das gibst du dir in einen Roller, in einen 10-Milliliter Roller und tust es mit Trägeröl, also mit Kokosöl, mit dem fraktionierten Kokosöl auffüllen. Und das kannst du dann mehrmals täglich auf die Stellen auftragen. Mhm. Genau. Also so würde ich machen. Ich würde die leichte Pflege nehmen und dann zusätzlich mit den Ölen arbeiten. So würde ich es mal versuchen. Mhm. Okay. Danke dir. Sehr gerne. Ihr Lieben, hat sonst noch jemand eine Frage? Bitte seid ihr alle glücklich?
Carola, darf ich was sagen? Ja. Oh Julia, ich habe die ganz vergessen mit deiner Haut. Was ich gemerkt habe, die Hautpflege mit den ätherischen Ölen funktioniert im Großen und Ganzen bei mir nur, wenn ich Kosmetik benutze, die komplett frei von Duftstoffen ist. Mhm. Praktisch alles, was Düfte beinhaltet, das sind ja alles Füllstoffe. Ja, ja. Da helfen auch die Öle nicht. Weil es ist so, wenn ich jetzt eine Creme, keine Ahnung, von Nivea nehme und dann Weihrauch probiere, dazu zu nehmen, das funktioniert nicht. Ja, ja, du hast recht. Du hast recht, Julia. Zu dem Punkt vorher, gell, zu der Franziska. Vielleicht ist es besser, ja. Also bei mir war es damals so, bei der Neurodermitis, ich habe dann so reine Basencremen von der Apotheke benutzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, also das kannst du dir anrühren lassen. Das ist wirklich die reine Creme, ohne Parfümstoffe, ohne irgendwas. Und habe das dann mit Weihrauch und Lavendel, gepimpt, sage ich jetzt mal. Genau. Ja, danke, Julia, du hast recht. Auf jeden Fall. Was ist entzündungshemmend, fragt Christine, aber Kobayba ist entzündungshemmend. Na, die Patti hat schon beantwortet. Gut, schön. Julia, das habe ich von dir gar nicht erzählt. Magst du nur erzählen mit deiner Haut? Du hast so schöne Erfahrung gemacht mit Weihrauch, gell? Ja, genau. Ich bin eigentlich durchs Weihrauch zu den Ölen von doTERRA gekommen. Und habe eben mittlerweile innerhalb von 5-6 Wochen hat sich mein Hautbild so stark verändert, dadurch, dass ich Weihrauch eben innerlich und äußerlich angewendet habe, dass ich seit April, Mai habe ich keine Pickel mehr gehabt. Manchmal halt so, keine Ahnung, so ein Maskenpickel. Ja. Aber nichts mehr, da kommt auch nichts mehr. Ja, ja. Das ist krass. Ja, also ist es bei mir auch. Also ich merke dann schon, wenn es so ein bisschen kribbelt, ja, an den Stellen, wo es immer war, aber dann tue ich sofort Lavendel drauf und bin immer wieder gespannt und denke, hoffentlich hilft es wieder, ja, weil man doch immer denkt, aber es ist weg. Also es ist der Hammer. Und jetzt habe ich auch gemacht, dass ich in der Nacht statt meine Pflege habe ich einfach das, eben das von Yarrowpalm. Ja. Nicht das reine Öl, sondern... Das da, oder? Ja. Hilf mir. Yarrowpalm, also diese Mischung. Genau. Ja. Die ist genial. Weil da ist ja eben, die Mara schreibt ja das Serum, das ist perfekt für mich. Achso, das reine dann? Nein, das ist ja das Serum. Achso, und das Gemischte, ja. Ja, genau. Das ist ganz toll, ja. Aber das ist, was man auf die Haut hat, das ist mega. Ja. Ah, schön, schön. Danke dir. Ja, ich danke euch. Voll schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss. Danke, Carola. Super schön vorgetragen. Schönen Abend noch. Tschüss.